Nach einer Krebsdiagnose ist man als Patient verunsichert und hat oft viele Fragen, in welche Klinik man gehen soll, welche Therapie man wählen soll und nach welchen Kriterien man dies alles entscheiden soll. Da Krebs eine schwere Erkrankung ist, ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, eine Klinik mit hohen Qualitätsstandards auszuwählen, in der die beste mögliche klinische Versorgung gewährleistet werden kann. Meine Empfehlung für Patienten mit einer onkologischen Erkrankung wäre deswegen die Wahl eines zertifizierten Krebszentrums mit hoher fachlicher Expertise. Es gibt Organkrebszentren, die auf ein bestimmtes Organ spezialisiert sind. Darüber hinaus gibt es onkologische Zentren, die mehrere Tumorarten unter einem Dach betreuen. Als dritte Art von Zentren gibt es onkologische Spitzenzentren, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Therapiestrategien liegt. Wichtig ist, dass für alle Zentren einheitliche und hohe Qualitätsmaßstäbe gelten. Und in Studien konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Patienten, die in einem zertifizierten Krebszentrum, zum Beispiel mit Brustkrebs oder Darmkrebs, behandelt werden, signifikant besser überleben als Patienten, die in Nichtzentren behandelt werden. Wenn der Patient dieses Siegel zertifiziertes Zentrum liest, kann er sicher sein, dass er immer die aktuelle, leitliniengerechte onkologische Therapie erhält. Ein zertifiziertes Zentrum gewährleistet neben der tumorspezifischen stationären Therapie auch weitere Therapieangebote, wie zum Beispiel Psychoonkologie oder Beratung durch einen Sozialdienst. Sprechen Sie Ihren behandelnden Hausarzt oder Facharzt an, wenn Sie gerne in einem zertifizierten Zentrum behandelt werden möchten. Grundsätzlich gilt das Recht auf freie Krankenhauswahl. Alle zertifizierten Zentren finden Sie auch im Internet unter oncomap.de.